Ja, guck ich dann gleich mal nach. Oh, ich schau mal, so habe ich das gemacht. Ich habe hier. Dann mache ich da ein Dach drüber. Und später kommt da halt ein Dach drüber. Oh ja, wenn es dir so gefällt. Ist halt so wie so ein kleiner Pavillon. Wieso fallen hier drinne Bäume um? Vielleicht fällt dir jemand. Oh, ich brauche Hasenfell. Ich geht auch nicht. Ja, da setze ich mir jetzt erstmal schnell mein Bett hier hin. Dieses Bett braucht hier Hasenfell. Oh, ich habe genau 4 Hasenfell, geil. Wo setze ich denn das hin? Dort hin. Was braucht 4 Hasenfell? Bro. Hab ich doch. Ja, aber ich nicht. Daher kannst du mir eigentlich Pfeile geben. Können wir schlafen? Ja, Moment. Ich brauche noch 7 Stöckchen. Hat jemand Essen dabei? Hier ist. Ah, das noch. Nee. Warte, ich hab Stückchen. Nee, ich kümmere mich selber, Cybot. Oh, wieso willst du keine Hilfe? Ich verhau dich gleich mit einem Stückchen. Ich kann nicht schlafen. Ja, weil die anderen nicht schlafen. Ja, Moment, ich kann mir gleich. Gemein! Ich hol mir noch schnell ein bisschen was hier. So. Der Eik will keine Hilfe. Cybot hilft lieber nicht an, der baut Türen falsch. Nein, das war als Herz gemeint. Ist am Hasenfeld. Bei dir. Ah, wusste ja. Wohl, dass die Tür falsch herum bei dir drin ist, aber egal. Nee, man kann aber allgemein noch nicht schlafen. Ja, das... Böse. Hä? Hä? Was denn? Das Lagerfeuer ist weg. David, was ja, machst du? Nee, müsst aufpassen, Lagerfeuer geht kaputt. Was? Also, Seibert, das merke ich mir, ne? Was für, das war nicht deins. Das war mein Fleisch. Hä? Da war kein Fleisch drauf? Doch, da war Fleisch drin. Hä, hey, nein. Das war aus. Bei mir war das aus und da lag nichts drin. Da leckt bei dir, ja. Alter, ich hau dich gleich mit dem Stein. Böse. Das war mein Stein. Also, nee. Weg. Ich dachte, du meinst so einen Kieselstein. Nee. Ja. Ist, yo, Tybox, das ist an sich Sache, ob das ein Kieselstein ist oder nicht. Ja? Ja. Was? Das ist an sich Sache, ob das ein Kieselstein ist oder nicht. Willst du Essen haben? Tybox. Gesundheit! Tybox, willst du Essen? Aber Gesundheit! Was? Möchtest du Essen haben oder wieso hast du dir was gemacht? Eigentlich schon, ja. Warte. Oh, nächste Hasenfell. Läuft echt? Bei mir. Jo, Tybox, hast du so ein Essensding-Ständerteil? Hey, lol, die normalen Kaninchen sind mit einem verbesserten Speer, wenn man den werft, gewonnen. Alter, was machst du? Oh, machst gar nichts. Ich verdurst nur schon wieder. Was? Du hast nichts gemacht, warst du unschuldig. Lass das Tor zu! Lass das scheiß Tor zu, Tybox! Ich bin jetzt einfach mal Tybox, willst du mich verarschen? Willst du mich verficken, Mann? Was ist... Ach, da ich dachte... Jo, Tybox, du wolltest essen, ne? Ja, und saufen. Wenn du essen willst, dann musst du kurz reinkommen. Aber ich möchte auch saufen. Ja, saufen kann ich dir auch geben. Weil ich muss Baum fällen. Obwohl, nee, ich... Du weißt, dass du Alkohol auch trinken kannst, ne? Nimmt dir aber Gesundheit weg. Echt? Ja. Na, Alkohol ist Gift. Danke fürs Tablet. Wie so ein... Vermehl. Weil so, da kann ich dir nicht so geben. Hast du Holz? Warum Holz? Geil. Erstmal Ausdauer weg. Ich weiß nicht. Ja, komm, ich. Das war's, Farm. Palim, Palim,
Fall. Jetzt muss ich kurz. Warte. Ja, hab ich angefangen. So. Boom. Achtung, Cyborgs, weg da, weg da! Weg da! Ui! Wieso sind die Kannibalen immer bei mir? Weil du es verdient hast. Aber ich klatsch die alle. Man hört der Hack hat funktioniert. Was für ein Hack? Nee, Spaß. Hä, aber die sind alle One-Hit. Naja, sei doch froh. Ja, mit dem Schwert, wenn ich die werfe. Ey, warte, Harald! Harald! Was? Wirfst du mir verfickte Baumstämme in den Weg? Bist du noch bei Trost? Ich brauche. Nee, das, da guck ich dann draußen nach. Hier ist noch einer! Ich merk's! Ich bin tot. Alter. Was schlägst du mich? Was schlägst du mich? Was schlägst du mich? Was schlägst du mich? Hä? Alter! Warum? Der Server leckt. Nee, der läuft flüssig. Schön. Genau. Cyborg. Ja. Ist das deine Plattform da, diese kleine? Ja. Warum? Hier ein Geschenk. Hat wieder ein Kannibal gebrochen. Also. Entweder leckt gerade mein Internet oder. Nee, läuft eigentlich hier. Also hier läuft alles super. Oh, der ist alle super. Ja, hier läuft alles super. Na. Box, wo ist schon wieder das verfickte Holz hin? In deinem Hintern, mein Junge. Was? Muss ich mir jetzt Gedanken machen? Das ist doch dein Hintern, also musst du dir Gedanken machen. Ja, ich habe ja gefragt, muss ich mir jetzt Gedanken machen? Ich suche gerade was. Ach, da hinten. Boah, darum. Ich hab zwei Skelette. Na, noch sieben. Ist das mein fucking Ernst, Alter? Hab ich den? Ich hab den schon. Ja. Ich will keine Skelettrüstung. Ich bin komplett voll. Achso, ja, ich auch, deswegen. Tyrox, du bist sicherlich. Einmal gerade Stoff. Oh, bin ich behindert. Ich renn gerade ins Feuer rein. Ich hab's gehört. Nicht nur du. Ja, Tybox, ich baue gerade einen Schrank, um meine Sachen darin zu lagern und damit du dir da eventuell, wenn du möchtest, gleich ein Getränk rausholen kannst. Das Eichhörnchen, also brennt ins Lagerfeuer und ist tot. Was? Ja. Ernsthaft? Es ist so ein richtiges dämliches Krückenvieh gewesen. Wieso beleidigst du Melvin? Oh scheiße, ich kann das ja gar nicht kaputt machen. Oh Mann. Gute Frage. Ich weiß, was ich mich frage und was auch eine gute Frage ist. Kann man Eichhörnchen überfahren? Was? Eichhörnchen? Ich meinte Kaninchen überfahren mit dem Wagen. Versuch's. Oh Gott, das wäre so funny. Weißt du, was auch toll ist? Du kannst irgendwie Leute, glaube ich, sogar in den Wagen reinlegen. Ja, kannst du auch, aber nur die Toten. Okay, wer ist dafür, dass wir Melvin K.O. schlagen und dann ihn dann in so einen Wagen reinlegen? Damit ihm rumfahren? Er selber ist dafür, ja moin. Ja, auf jeden. Warum? Weil er Spaß dran hat. Ist doch doof. Alter, ich weiß nicht. Also mein Holz, ne? Nur so zur Info. Schau mir nicht mein Holz, mein Holzwagen. Melvin, brauchst du noch ein bisschen Holz? Ich hab dir noch einen Wagen voll, den kann ich derzeit nicht verwenden, solange ich den Gebäudeschrein hier gemacht habe. Warum ich nicht? Ja, ich glaube, ich brauche ein bisschen. Wow. Melvin musste schon genug leiden.
Ja, wegen mir. Ich entschuldige mich nochmal deswegen. Es wird Tag. Kann ich den einen Baumstamm? Ich brauche einen Baumstamm, bitte, bitte. Tybox, bitte, bitte. Du sprichst. Du lässt immer die Hälfte des Holzes rumliegen. Ja, sorry. Ich bringe Besuch mit Tybox. Ey, nein, bitte, warte mal. Hab keinen Bock, wieder zu sterben. Okay, sollen. Dann mache ich die Tür zu. Ja, doch, ja, warte mal, jetzt bin ich bereit zu sterben. Ich will dir gerade trinken geben, du Genie. Wenn ich das dann früher mache, dann. Ja. Okay. Also, danke. Ich hab dir einen Schrank angefangen, einen fertig gemacht mit meinem Holz. Okay, danke. Ja, yeah, dein Freund hier mit. Der war gerade da oben. Weiß halt nicht, wie soll ich die zweite Etage machen? Terbox, nimm den. Das los. Nutzen wir direkt, oder? Ab nach Spendo. So. Und Tür wieder zu. Tybox? Wie soll ich da hoch? Ja. Brauchst du immer noch trinken? Nee. Dann kriegst du halt kein Trinken. Nein, ich möchte nicht, dass es brennt, mal. Alter. Dir ist klar, dass der ein bisschen schief steht, ja? Ich weiß. Der soll so bleiben. Bist du gerade enter? Ich schließe erstmal mal wieder meine Tür ab, so. Moin. Hallo. Wo ist eigentlich. Wo baut jetzt eigentlich der Tyrox? Soll ich dir zeigen, wo Tyrox sein Haus ist? Wo du nicht bist. Das hier. Naja, wenn er schlau anstellt, hier passt ein Bett rein und ein Schrank. Ich hab die Wahrheit, ne? Und den Rest, und den Rest kann er hier außen einzäunen mit einem Zaun. Und wenn er noch geschickt hat und wenn er zwei hochbaut, kann er drüber sogar noch einen Schrank packen. Er kann von mir aus auch gerne einen Turm bauen, also. Dann gehen wir halt alle immer zu Tyrox vom Turm pinkeln. Ike. Ja. Wann, bei welcher Folge bist, also ist die nächste, wann ist die nächste Folge dran? Gleich. Vorher tue ich aber den Server mal kurz stoppen, Gebäudeschaden an und dann gehen nur ich und Melvin drauf, um Melvins Ding dort auszubessern. Melvin, nochmal Entschuldigung, also wenn ich dir irgendwas geben kann, zur Entschuldigung, dann. Wir werden schon was finden, ja. Cyborg. Und wenn du Kanonenfutter für die Mutanten bist. Ich wollte das nur, damit du ein bisschen Spaß in der Folge hast, machen. Du